Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Hier in meinen Räumen, meiner Sprechstunde, begrüße ich Sie zu dem Thema Platzwunde. Die Platzwunde ist ein fast tägliches Problem, was in meiner Sprechstunde auftaucht, und ich möchte allgemeine Dinge dazu sagen. Platzwunden gehören in der Sprechstunde zu den häufig vorkommenden Verletzungen. Am häufigsten bei Kleinkindern, die einfach sich gerne in ihrer Aktivität irgendwo anstoßen oder hinfallen. Und dabei kommt es eben zum Aufplatzen der Haut mit am Anfang oft starker Blutung, so dass man anfangs gar nicht über das Ausmaß der Verletzung Bescheid weiß. Das ist auch gar nicht wichtig. Wenn etwas blutet, ist es wichtig, dass man versucht, diese Blutung so schnell wie möglich zu stillen. Und das geht am einfachsten durch das Auflegen und Aufdrücken von einer Kompresse oder von einem sauberen Stofftaschentuch. Papiertaschentücher eignen sich nur bedingt für diese Maßnahme. Und dann heißt es einfach nur eine gewisse Zeit lang draufdrücken. Auf diese Weise kann man jede Blutung stillen. Im Prinzip hat man 8 Stunden Zeit, eine solche Verletzung zu versorgen. Das ist wichtig, weil man manchmal nicht direkt zu einem Arzt gehen kann und ein schlechtes Gewissen hat. Wie gesagt, das ist nicht nötig. Es genügt, dafür zu sorgen, dass die Wunde nicht mehr blutet. Im schlimmsten Fall muss man einfach ständig draufdrücken oder man macht einen entsprechenden Verband und hat dann Zeit, innerhalb von 8 Stunden das versorgen zu lassen. Der Arzt wird dann als erstes die Wunde desinfizieren, reinigen und dann über die Versorgung mit ihnen sprechen. Meistens kann man bei Kindern Platzwunden mit einem Kleber, mit einem sogenannten Gewebekleber versorgen. Das ist wie ein Sekundenkleber, ein Kleber, der innerhalb kürzester Zeit die Wundränder aneinander klebt. Und dann kommt darüber noch so etwas wie, ich nenne das immer Tesa-Streifen. Das sind so Klebestreifen, mit denen die Naht zusätzlich stabilisiert wird. Die meisten Platzwunden sind so klein, dass sie mit dieser Methode versorgt werden können. Größere Platzwunden müssen meist, so wie früher auch, genäht werden, wobei die Fäden nach 1 bis 2 Wochen wieder entfernt werden müssen. Bei Platzwunden gilt, dass sie innerhalb der ersten 4 Tage strenger beobachtet werden müssen, ob sich Infektionen oder Wundheilungsstörungen einstellen. Es ist zu beachten, dass eine Platzwunde eine Woche lang nicht nass werden sollte im Sinne eines Aufweichens. Ein paar Spritzer Wasser machen nichts, aber Baden oder Duschen mit Aufweichen dieser Pflasterstreifen ist ungünstig und sollte vermieden werden. Im Zuge einer Platzwunde ist es auch wichtig, nach dem Tetanusschutz zu schauen und gegebenenfalls ihn entsprechend aufzufrischen. Ich denke, jetzt wissen Sie das Wichtigste über die Platzwunde. Hyperventilation. Hyperventilation heißt übersetzt übertriebene Atmung. Das ist an sich nichts Schlimmes. Wenn wir viel arbeiten, müssen wir auch mehr atmen. Aber die Hyperventilation bezeichnet den Zustand, dass man vermehrt atmet, ohne dass man es eigentlich müsste. Die Finger in der Autotüre oder im Kofferraumdeckel einklemmt. Das Kind schreit fürchterlich auf. Es hat auch sehr starke Schmerzen. Und das Wichtigste, was man in einem solchen Fall tun kann, an Elternstelle, ist, sobald wie möglich ein Schmerzmittel geben.